Sport sollte in unserem Leben eine Hauptrolle spielen. Vor allem dem Nachwuchs sollte es ermöglicht werden, sich viel zu bewegen. Der Sporttag der Volksschulen im Sportstadion Murinsel ist ein guter Anfang für mehr Bewegung. Trotz eisiger Kälte waren die Schüler mit Feuereifer mit dabei. Was ist die Idee dahinter von diesem Sporttag für die Kinder? Ja, dass sie sich bewegen, dass sie sportlich tätig sind. Es gibt ja sehr viele Debatten wegen der täglichen Turnstunde in den Medien. Und wir von der Stadt Bruck an der Mur haben uns das überlegt und haben gesagt, wir wollen die Kinder Bewegung und sportliche Tätigkeit beibringen. Und ich glaube, das ist ein guter Beitrag dazu und es wird auch sehr gut angenommen. Wie viele Schulen und wie viele Kinder sind mit dabei? Die Kinder weiß ich jetzt nicht, aber alle Volksschulen in Bruck an der Mur sind dabei und wie man es ja bei den Siegerehrungen jetzt gesehen hat, sie sind wirklich mit tollem Einsatz und mit viel Freude dabei. Jetzt gibt es Disziplinen für die erste und zweite Klasse und für die dritte und vierte. Welche Disziplinen sind das heute hier? Ja, für die ersten und zweiten Klassen gibt es den 30-Meter-Lauf, den Weitsprung und den Vortexwurf und für die dritten und vierten statt den 30-Meter-Lauf den 50-Meter-Lauf und dann gibt es noch für alle Klassen und Schulen einen Staffelbewerb. Die Kinder sind ja trotz Kälte mit Begeisterung dabei. Wie schaut es für die Zukunft für diesen Sporttag aus? Ja, wie gesagt, wir haben das zweite Mal diesen Sporttag und ich glaube, es ist ein großer Erfolg. In der Vorwoche wollten wir ihn veranstalten, da ist leider dem Regen hat uns der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich glaube, wenn man die Begeisterung der Kinder sieht, werden wir auf alle Fälle im nächsten Jahr wieder diesen Sporttag machen. Sport statt Unterricht für die Volksschüler der Stadt Bruck, eine mehr als willkommene Abwechslung im Schulalltag. Perfekt, Bursche.